Pointing Devices and Transfer Functions – Zeigegeräte und Transferfunktionen. In diesem Block betrachten wir, welchen Widerstand Steuerelemente uns entgegenbringen, wenn wir sie nutzen, und wir klassifizieren Geräte danach. Das wird als Controller Resistance bezeichnet. Wir betrachten, in welcher Form die Kontrolle, die Steuerung stattfindet. Und hier haben wir die beiden Begriffe Rate Control, Zustandskontrolle, und Position Control, Ortskontrolle. Zusammen bringt uns das an den Punkt, dass wir eine Transferfunktion implementieren können, dass wir verstehen, wie eine Transferfunktion von einer physikalischen Größe in der echten Welt zu einer Darstellung auf dem Bildschirm führt. Wir betrachten in diesem Blog auch die Sammlung von Ein- und Ausgabegeräten von Bill Buxton. Und zum Schluss schauen wir grundsätzliche Probleme von aktuellen Zeigegeräten an, insbesondere wenn wir genau ein Zeigegerät haben. Das hatten wir in einem anderen Block schon im Detail betrachtet. Ich will hier nur noch mal ganz kurz drauf eingehen, was auf den Achsen steht. Was wir hier sehen, es ist die Frage, welche Art von Bewegung wird ausgeführt? Ist diese linear oder eine Rotation? Haben wir eine Position, die wir messen, oder eine Veränderung der Position oder eine Kraft oder eine Veränderung der Kraft? Und in der Rotation, also eine Rotation oder eine Veränderung der Rotation, oder Torque oder Veränderung der Torque. Was wir hier sehen, ist eine 3-Button-Maus. Das heißt, die Maus als Zeigegerät mit X und Y, in der wir sie bewegen können. Und sie hat 3 Knöpfe und gleichzeitig noch ein Rad, mit dem wir scrollen können, was sich hier als Rotation zeigt. Wir haben in dem anderen Block auch genauer betrachtet, wie eine formale Beschreibung für Eingabegeräte aussehen kann, und hatten hier die Notation mit dem Sextupel. Und was uns jetzt hier insbesondere interessiert, ist die Funktion, also wie wir von der Eingabemenge zur Ausgabemenge kommen. Hier auch nochmal die Beispiele für die Maus, für das Touchpad und für den Trackpoint. Was ist nun eine Transferfunktion? Wir betrachten uns das am Beispiel der Maus. Ich kann die Maus auf dem Tisch in X und Y bewegen. Mit jeder Bewegung wird aufgezeichnet, wie viel ich die Maus in die eine und andere Richtung verschoben habe. Das bezeichnen wir hier als DX, DY, also das Delta, der Unterschied in X und Y Richtung. Der Unterschied hängt natürlich davon ab, wie schnell ich die Maus bewege, aber auch von wie schnell der Sensor das messen kann und wie genau der Sensor das messen kann. Mit dem Begriff DPI, das ist die Auflösung, die optische Auflösung des Sensors, ist die eine Größe, also wie genau die Maus Auflösung wahrnehmen kann, also der Kamerasensor auf der Oberfläche. Und die andere Größe ist, wie häufig gemessen wird. Das wird als Polling Rate auch bezeichnet. Das heißt, wie häufig bekomme ich einen Wert, und was gängig ist, ist zwischen 100 Hertz und 500 Hertz. Und da bei schnellen Mäusen, also die sehr häufig einen Wert liefern können, wird auch häufig von Gamer-Mäusen gesprochen. Und was wir eben hier sehen, der Unterschied zwischen einer 100 Hertz Polling Rate und einer 500 Hertz Polling Rate ist eben, dass wir im einen Fall alle 10 Millisekunden einen Wert der Maus bekommen und im anderen Fall alle 2 Millisekunden, was eben für bestimmte Anwendungen vielleicht kritisch sein kann. Und wenn wir uns das jetzt betrachten, wir haben einen Bildschirm. Auf dem Bildschirm haben wir 2 Koordinaten, X und Y, die bezeichnen wir hier mit SX und SY. Und was ist dann die Transferfunktion? Die Transferfunktion nimmt als Eingabe den aktuellen Wert des Cursors. Das sind die Screen-Koordinaten, also die Bildschirmkoordinaten, in dem Fall SX, SY. An der Stelle ist unser Mauszeiger. Und dann nehmen wir die Veränderung, die wir an der Maus gemessen haben, also wie weit wurde die Maus nach X und nach Y verschoben. Und dann rechnen wir die neuen Koordinaten aus.
Und jetzt im einfachsten Fall könnte man einfach sagen, ich nehme die alten Koordinaten und verändere die einfach um die Bewegung der Maus. Das würde aber voraussetzen, dass die Größenverhältnisse zwischen Maus und Bildschirm gleich sind. Deshalb ist die Funktion dann in echt etwas schwieriger. Hier gibt es ein Beispiel, unten ist auch der Link, wo Sie das finden können, mit dem Sie das ausprobieren können. Was wir hier haben ist, wir haben hier einen simulierten Trackpad, das heißt, das ist diese Fläche hier und wenn wir die Maus darauf bewegen und den Mauszeiger gedrückt halten, dann bekommen wir Werte, in dem Fall dx und dy, also die Veränderung des Werts und wir bekommen die absolute Position des Zeigers auf unserem simulierten Touchpad. Was wir dann noch haben, ist hier einen simulierten Bildschirm, die schwarze Fläche. Und was wir hier haben mit ja, Screen X und Screen Y, können wir hier einen Zeiger positionieren. Und in dem Beispiel, was Sie auf der Webseite finden, sind jetzt drei Transferfunktionen implementiert. Und Sie können sich einfach die HTML-Datei herunterladen. Da ist JavaScript drin und Sie können diese Funktionen modifizieren, um eben auszuprobieren, was passiert, wenn Sie zum Beispiel die Koordinaten vertauschen. Wenn Sie also so X und Y vertauschen, das heißt, wenn ich die Maus links rechts schiebe, geht sie im Bildschirm auf und ab. Solche Dinge können Sie ausprobieren und da gibt es auch Übungsaufgaben. Was wir jetzt hier sehen, ist die erste Funktion. Solange der Button nicht gedrückt ist, sehen wir nichts auf dem Bildschirm. Wir sehen nur unten die Veränderung. Wenn der Button gedrückt ist, sehen wir jetzt, dass genau die Positionen, die wir auf dem Touchpad haben, auch auf dem Bildschirm gezeichnet werden. Damit erreichen wir natürlich nur einen kleinen Teil des Bildschirms. In der zweiten Funktion ist eine Funktion implementiert, die wir ähnlich auch im Touchpad sehen. Das heißt, wir können hier bei nicht gedrückten Button zurückgehen und können somit den ganzen Bildschirm erreichen. Das heißt, wir haben die Differenzen und addieren die eben an den Pfad dazu. Die dritte Funktion, die wir jetzt sehen, die ist ja etwas unkonventionell. Da sind Richtungen und Koordinaten verändert. Schauen Sie sich das mal an und versuchen Sie, die zu verstehen. Es gibt natürlich nicht nur die Maus als Zeigegerät, sondern es gibt weitere Zeigegeräte, mit denen wir im zweidimensionalen Raum zeigen können. Zum Beispiel das Trackpad, was auf vielen Laptops heute gängig ist. Dann gibt es den Trackball, das ist eine Kugel, die man bewegen kann. Und das war, wenn man so die alten Mäuse anschaut, die eine Kugel drin hatten, eigentlich eine umgedrehte Maus, in der ich den Ball bewege. Die sind natürlich etwas größer wie die Kugeln, die in der Maus waren. Dann gibt es den Touchscreen, wo ich auch diese Position habe, aber dann absolut. Und eben auch, wo ich direkt, also wo ich keine Verbindung von ich bewege hier und hier bewegt sich was, sondern ich bewege genau an der Stelle, an der sich mein Cursor befindet. Und wenn wir jetzt aktuellere Sachen anschauen, dann habe ich die Möglichkeit zum Beispiel den Cursor mit meinen Augen zu steuern. Und jetzt in Bereichen, die eben nicht im Desktop oder Mobile Computing sind, wenn wir zum Beispiel interaktive Bildschirme betrachten oder interaktive Flächen, dann gibt es eben auch die Möglichkeit, dass ich zum Beispiel durch Zeigen, also dass ich irgendwo hinzeige und es gibt einen Sensor, der misst, wo ich hinzeige und ich kann damit einen Cursor steuern. Oder ich habe Oberflächen, also wie sehr große Touchscreens, die ich nutzen kann. Eine weitere Möglichkeit, im Zweidimensionalen zu zeigen, sind mit den Augen, ähnlich wie wir es auf dem Bildschirm haben. Jetzt ist das Zweidimensionale nicht das Einzige, mit dem was wir interagieren. Aktuell auf dem Handy, auf dem Tablet, auf dem PC ist eigentlich die Kontrolle des Mauszeigers zweidimensional. Wir haben auch die Möglichkeit, mit weniger Dimensionen zu arbeiten. Zum Beispiel, wenn Sie die Lautstärke irgendwo regeln, das ist eigentlich nur eine Dimension und das kann dann zum Beispiel ein Drehknopf sein, mit dem Sie die Lautstärke regeln. Das wäre sogenanntes One Degree of Freedom, ein Freiheitsgrad, den wir manipulieren, weil wir eben ja nur die Lautstärke ändern. Die Maus oder das Touchpad hat zwei Freiheitsgrade, das heißt, wir können X und Y verändern. Dann gibt es die Möglichkeit, drei Freiheitsgrade zu haben. Und hier ist auf dem auch ein Beispiel, wo wir sehen, da ist zum Beispiel ein Schuh auf dem Bildschirm. Wir stellen uns vor, das ist irgendwie ein Online-Shop. Und jetzt kann ich den Schuh
zwar nicht in seiner Position verändern, aber ich kann ihn drehen, indem ich mein Mobiltelefon drehe. Und damit habe ich 3 Freiheitsgrade. Wenn ich jetzt den Schuh auch noch nach links und rechts verschieben will, nach oben und unten und in den Bildschirm rein und raus, dann brauche ich 3 weitere Freiheitsgrade. Und das wird als 6 Degrees of Freedom oder 6 Freiheitsgrade bezeichnet. Und das ist eben, wenn wir in einer virtuellen Welt uns bewegen, die dreidimensional ist, dann brauchen wir eigentlich 6 Freiheitsgrade, um Objekte manipulieren, bewegen zu können. Und wir haben hier die 6 Freiheitsgrade. Das sind 3 Freiheitsgrade bezüglich der Verschiebung auf den X, Y, Z-Achsen. Also auf den Achsen haben wir eine lineare Verschiebung. Also das heißt, wir können vorwärts und rückwärts gehen, auf und ab und links und rechts. Und dann haben wir nochmal 3 Freiheitsgrade in Bezug auf die Winkel. Das heißt, wir können sie um die verschiedenen Achsen drehen. Und das wird im Englischen als Yaw, Pitch and Roll bezeichnet, je nachdem, um welche Achse wir das Objekt rotieren, wie das hier auch in dem Beispiel gezeigt ist. Und mit 6 Freiheitsgraden ist es jetzt so, dass wir eigentlich Objekte beliebig positionieren und drehen können. Jetzt ist aber die Schwierigkeit, wenn Sie sich überlegen, Sie haben einen Controller, und ich nehme jetzt einfach mal hier das hier als einen Controller, und ich möchte eine Schraube drehen. Dann muss ich nachgreifen, und hier mit dem Controller geht es. Jetzt wenn wir uns aber vorstellen, da ist ein Kabel dran, oder den Controller habe ich mit beiden Händen, dann muss ich irgendwann umgreifen, und das wird schwierig. Und deshalb kommt der Begriff der Kupplung. Und die Kupplung, im Englischen Clutch, ist der Punkt, wo Sie das Gerät bewegen können, das aber die Bewegung nicht in der Transferfunktion übersetzt. Das heißt, das ist so ein Punkt, wo die Transferfunktion kurz ausgeschaltet wird. Und bei der Maus ist das ganz einfach. Stellen Sie sich vor, Sie sind auf dem, Sie haben Ihre Maus auf dem Tisch und ziehen die nach unten. Und der Mauszeiger ist immer noch auf der Mitte des Bildschirms, aber Sie sind am unteren Ende des Tisches angekommen. Was machen Sie? Sie heben die Maus an, setzen die nach oben und fahren dann weiter. Und mit dem Anheben, das ist der Kupplungsmechanismus. Sie heben die an, das heißt, der Sensor misst nichts mehr. Sie können die verschieben und können damit dann sich bewegen, ohne den Cursor zu bewegen. Und das ist natürlich im Dreidimensionalen nicht so möglich, weil das Anheben ist natürlich eine Funktion. Und deshalb ist es typischerweise so, dass dreidimensionale Navigationsgeräte oder Geräte, die 6 Freiheitsgrade bieten, irgendwo einen Mechanismus haben, um das zu entkoppeln. Also wenn ich den Knopf drücke, wird die folgende Bewegung nicht ins System übernommen. Und hier gibt's einen Aufsatz von Bernd Fröhlich und er sagt, "The single button serves as a clutch, allowing users to freeze the model in its current position." Das heißt, wenn wir den drücken, dann bleibt das Modell auf dem Bildschirm, wo es ist. Und ich kann jetzt meine Maus, in dem Fall so eine Quadermaus, bewegen. "Releasing the clutch attaches the model to the cubic mouse's current position and reorients it to the device's orientation." Das heißt, wir können dann, wenn wir loslassen, das sozusagen wieder dran kuppeln. Das ist halt auch der Begriff Kupplung, Clutch. "The clutch also lets users move the model further away than their arms reach by extending their arms, releasing the model, moving the arm back, reattaching the model, extending the arm and so forth." Also wenn ich jetzt das Objekt habe und ich möchte das 2 Meter nach vorne schieben, dann kann ich jetzt meinen Controller nehmen, den nach vorne schieben. Jetzt bin ich 60 cm nach vorne und jetzt würde ich den Kupplungsknopf drücken, dann kann ich zurückgehen, mein Modell bleibt aber da, jetzt lasse ich den los und ich schiebe es wieder und dann geht das Modell weiter nach vorne. Und das ist ein Mechanismus, der bei der Maus für die meisten Menschen ganz intuitiv ist. Das heißt, wenn wir an einer Grenze stoßen, heben wir sie an und repositionieren sie. Im Dreidimensionalen brauchen wir da einen extra Mechanismus dafür. Wenn wir jetzt nochmal anschauen, wir hatten gerade hauptsächlich die Maus und die Bewegung im Dreidimensionalen. Wie können wir Zeigegeräte klassifizieren? Was wir hier sehen, ist einmal, wir können sie nach der Anzahl der Freiheitsgrade, also so wie die Maus mit den 2 Freiheitsgraden, oder Zeigegeräte im Dreidimensionalen typischerweise mit
6 Freiheitsgraden. Dann ist die Frage, ob direkt oder indirekt. Und da geht es dabei um die Integration mit der visuellen Darstellung. Die Maus ist indirekt, auch der Trackpoint ist indirekt, auch das Trackpad. Das heißt, ich bewege irgendwas und ich sehe was auf einer anderen Fläche und durch meine Vorstellung kommen die Sachen zusammen. Das heißt, wenn jemand die Maus bewegt, dann bewegt er natürlich nicht den Mauszeiger, sondern er bewegt die Maus und der Mauszeiger wird bewegt. Und es funktioniert, weil eben eine Übersetzung zwischen der horizontalen Bewegung der Maus auf zum Beispiel die vertikale Bewegung des Cursors stattfindet. Das ist, was wir auch mit der Transferfunktion gelernt haben. Direkte Interaktion ist, wenn ich wirklich an der Stelle interagiere, wo ich eben das Objekt manipulieren möchte, also zum Beispiel den Cursor auf dem Touchscreen. Dann ist die Frage, ob diskret oder kontinuierlich. Das ist die Auflösungsfrage. Und ein Touchscreen ist an der Stelle, wo ich drücke, hat er einen bestimmten Wert und ich kann nicht beliebig den auflösen. Die Technik hat eine Auflösung. Bei der Maus kann ich über die Transferfunktion das immer weiter auflösen. Das heißt, auch kleine Bewegungen oder große Bewegungen kann ich auf andere Bewegungen mappen. Damit habe ich die Möglichkeit kontinuierlich. Das heißt, wenn ich sage, wenn ich die Maus 10 cm bewege, bewegt sich mein Cursor nur 1 cm. Ich kann dann sagen, wenn ich noch genauer das brauche, wenn meine Maus sich 10 cm bewegt, bewegt sich mein Cursor nur 1 mm. Das heißt, ich kann eine beliebig große Auflösung erreichen und damit wird es als kontinuierlich bezeichnet. Die Auflösung des Touchscreens, die ist eben festgegeben durch die Technik, die ich habe. Ich kann eben nur an die eine Stelle an der einen Stelle drücken und da gibt es eben genau dann einen Wert. Damit zusammenhängt auch, ob das absolut oder relativ ist. Der Touchscreen wieder, ich habe eine absolute Position, an die ich drücke. Bei der Maus habe ich eine relative Position, das heißt, ich bewege nach links um eine bestimmte relative Strecke und die wird dann verwendet, um die Veränderung des Cursors auszudrücken. Das heißt, ich habe dann die Frage absolut oder relativ, wobei die Maus relativ ist. Das Touchpad ist was Interessantes. Das Touchpad wird typischerweise relativ ähnlich wie eine Maus verwendet. Man kann das aber auch programmieren, dass man es absolut verwendet. Das heißt, ich würde dann die absolute Position des Fingers auf dem Touchpad auf die absolute Position des Bildschirms mappen. Würde natürlich dazu führen, dass ich einen Auflösungsverlust habe. Aber es ist eben, es liegt in der Mapping-Funktion, in der Transferfunktion, wie ich die beiden Sachen in Beziehung setze. Die Menge an verschiedenen Ein- und Ausgabegeräten, die es gibt, insbesondere die Menge an Zeigegeräten, ist phänomenal. Ich habe jetzt hier Beispiele aus der Kollektion von Bill Buxton, aus der Sammlung von Bill Buxton. Hier zum Beispiel Mäuse, hier Touchpads und Sie finden die ist auf dem Server von Microsoft Research. Da gibt's ganz viele Bilder und Beschreibungen von Geräten von Mitte der 60er, 70er Jahre bis in die letzten Jahre, die zeigen, was es an Geräten gibt. Und es ist ganz spannend, da mal einfach durchzuschauen. Ganz viele dieser Geräte haben sich nicht durchgesetzt. Dennoch ist es sehr interessant, auch aus einer wissenschaftlichen Sicht zu verstehen, welche Art von Geräten Leute erdacht und ausprobiert haben. Jetzt kommen wir zu dem Begriff der Controller Resistance, also der Widerstand, der dem Steuerelement entgegengesetzt wird. Und es gibt den Begriff Isometric. Es gibt den Begriff Isometric, also isometrisch. Und das heißt, diese Steuerelemente haben einen unendlichen Widerstand. Isometric, isometrisch. Also mit einem unendlichen Widerstand. Das heißt, diese Steuerelemente bewegen sich nicht, deshalb isometrisch, und sie setzen einen Widerstand entgegen. Das heißt, wenn ich drücke, verändern sie ihre Position nicht. Das heißt, die bewegen sich nicht. Was ich messe, ist die Kraft. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel auf den Tisch drücke, das wäre sowas. Der bewegt sich nicht, wenn ich drücke, aber ich könnte natürlich die Kraft messen, mit der ich drauf drücke. Und
Was gemessen wird, ist Kraft, nicht Bewegung. Und was wir dann machen, ist, wir bauen eine Funktion, die die Kraft nimmt und die zum Beispiel auf einen Cursor, der sich bewegt, mappt. Und da kann ich jetzt mir vorstellen, wenn ich zum Beispiel sage, ich möchte den Cursor zwischen 0 und 1000 positionieren. Also wenn ich ganz leicht drücke, ist er bei 0 und wenn ich ganz stark drücke, ist er bei 1000. Das wäre, was wir als Position Control sehen wir auch gleich noch betrachten. Oder ich kann sagen, solange ich drücke, bewegt sich der Cursor und das wird als Rate Control, sehen wir auch noch gleich bezeichnet. Dann das Gegenteil davon ist isotonic, isotonisch, also da bewegt sich das Gerät frei. Das setzt mir keinen Widerstand entgegen, deshalb auch der Begriff. Und was ich messe, ist die Veränderung in der Position. Das heißt, ich habe keinen Widerstand und ich messe die Veränderung. Und hier könnte ich jetzt sagen, die Veränderung, die nehme ich, um sie auf eine Position zu mappen. Oder ich könnte aber auch sagen, solange es sich ändert, verändere ich meinen Cursor. Das wäre dann auch wieder Position Control versus Rate Control, was wir gleich auch noch genauer betrachten. Als dritten Hauptfall, den wir hier sehen, ist ein elastischer Controller. Also was sich bewegt, aber nicht frei bewegt. Das heißt, das ist dazwischen. Das heißt, ich habe ein Objekt, das kann ich bewegen. Das ist zum Beispiel an einer Feder dran oder das ist irgendwie ein Gummi, den ich hin und her schieben kann. Das heißt, ich kann es bewegen, aber die Kraft, die ich brauche, nimmt zu, zum Beispiel mit der Auslenkung. Das heißt, je weiter ich drücke, desto stärker drückt das zugegen. Zum Beispiel, wenn ich so einen Gummiknüppel habe, mit dem ich was steuern kann oder was mit Federn, was eben so ein typischer Joystick ist, der dann, wenn ich drücke, wieder zurückgeht. Und was ich messe, ist, wie viel ich ausgelenkt habe oder mit welcher Kraft ich ausgelenkt habe. Also kann ich beides von der technischen Seite her messen. Und auch hier habe ich wieder, ich kann sowohl den Fakt, dass es ausgelenkt ist, verwenden, um zum Beispiel einen Cursor zu bewegen. Und je stärker, dass es ausgelenkt ist, desto stärker wird er bewegt. Oder ich kann die absolute Auslenkung nehmen und diese dann wieder in der Funktion verwenden, um meinen Cursor zu positionieren. Es gibt dann noch zwei weitere, Viskos und Inertial, auf die will ich aber nicht hier eingehen. Das eine ist eben, der Widerstand erhöht sich, je schneller, dass ich es bewege. Beim anderen erhöht sich der Widerstand mit der Beschleunigung. Jetzt die beiden Begriffe, die hatte ich vorher schon angesprochen, Position Control und Rate Control. Das heißt, Positionssteuerung ist eine Veränderung der Position meines Geräts, eine Veränderung der Position meines Geräts wirkt sich auf die Veränderung der Position in meinem Bild, im Cursor, in der Bewegung aus. Das heißt, also Position Control, die Veränderung in der Position meines Zeigegeräts wird übersetzt in eine Veränderung der Position des Cursors, der angezeigt wird oder was auch immer angezeigt wird. Und ich kann das Gleiche auch machen, wenn ich Kräfte messe. Die Kraft, die gemessen wird, also wie stark ich drücke, die wird in eine Position übersetzt. Das heißt, ich habe einen Wert und der wird dann in eine Position übersetzt. Das andere, was wir hier haben, ist Rate Control, wo wir eben den Zustand nutzen, um die Veränderung. Das andere ist Rate Control. Hier nutzen wir den Zustand, also zum Beispiel die Kraft oder die Veränderung, und wir rechnen das in unserer Transferfunktion auf die Beschleunigung, Geschwindigkeit des Cursors. Zum Beispiel, je stärker ich drücke, desto schneller bewegt sich mein Cursor, oder je mehr ich meine Maus bewegt, desto schneller bewegt sich der Cursor. Das heißt, ich habe keinen Zusammenhang zwischen der Position, sondern ich habe einen Zusammenhang mit der Bewegung oder Kraft auf die Geschwindigkeit, die das Objekt zurücklegt.
Das heißt, wir integrieren über die Zeit. Und das ist dann ein Controller erster Ordnung, ein First-Order-Controller. Und wenn wir uns das jetzt hier anschauen, wann verwende ich was? Und was wir jetzt hier typischerweise haben, ich kann Rate Control oder Position Control verwenden und ich kann einen isotonischen Controller oder einen isometrischen Controller haben. Und jetzt gibt es eben vier mögliche Kombinationen. Das heißt, ich kann mit dem isotonischen Controller Rate Control implementieren, ich kann mit dem isometrischen Controller Rate Control implementieren, ich kann mit dem isotonischen Controller Position Control implementieren und ich kann mit dem isometrischen Controller Position Control. Jetzt können wir überlegen, wann macht's am meisten Sinn? Welche der Kombinationen machen denn Sinn? Aber bevor wir das im Detail anschauen, hier noch eine kurze Zusammenfassung, was das denn macht. Also, Position Control ist, ich habe eine Position und die Position der Eingabe wird über die Transferfunktion in die Position der Ausgabe übersetzt. Das heißt, ich habe eine Bewegung um 20 Pixel nach oben und die wird übersetzt in eine Bewegung um 200 Pixel nach oben. Oder ich habe eine Bewegung nach rechts und die wird übersetzt in eine Bewegung nach links. Das heißt, ich habe eine Transferfunktion, die eine Bewegung in eine Bewegung übersetzt. Rate Control, das ist eine Integration. Das heißt, ich habe eine Eingabe und solange die Eingabe da ist, verändert sich meine Ausgabe. Das ist so ein bisschen, Sie drücken eine Taste und solange Sie die Taste drücken, bewegt sich der Cursor. Und der dritte Fall, den werden wir hier auch nicht genauer betrachten, ist Acceleration Control. Solange ich irgendwas bewege, verändert sich meine Ausgabe und je schneller ich beschleunige, desto stärker ist die Ausgabe. Hier jetzt nochmal auf der einen Achse haben wir die Zeit, die benötigt wird, um eine Aufgabe zu erledigen. Auf der anderen Achse haben wir, welche Art von Steuerelement wir haben, ob es isometrisch oder isotonisch ist. Und was wir eben hier sehen, ein Steuergerät, das isometrisch ist, das sich also nicht bewegt, sowas wie der Tisch, auf den ich drücke, das funktioniert sehr gut, wenn wir da Rate Control implementieren. Und für ein isotonisches Gerät, also zum Beispiel die Maus, die wir bewegen, dann funktioniert Position Control sehr gut. Was wir hier sehen, auch isometrisch und Position Control, also wenn ich hier versuche, eine absolute Position auf meine Kraft zu mappen, das funktioniert nicht gut. Da brauchen Leute sehr lang, machen auch relativ viel Fehler, was auch nicht sonderlich gut funktioniert ist, wenn ich ein frei bewegliches Gerät habe und da Rate Control implementiere. Also solange ich es bewege, bewegt sich auch mein Cursor, das funktioniert. Was wir uns hier merken können ist, dass wenn wir isometrische Controller haben, Eingabegeräte, dann sollten wir Rate Control implementieren. Wenn wir isotonische Controller haben, also Controller, die sich bewegen, dann sollten wir Position Control implementieren. Es gibt ein fundamentales Problem bei Zeigegeräten, insbesondere wenn Zeigegeräte genau einen Zeiger verwalten. Und was wir hier sehen, ist, auf dem Mischpult kann ich beide Hände verwenden und ich kann mehrere Finger verwenden und kann eine gewisse Anzahl von Reglern zum Beispiel gleichzeitig verwenden. Sowas wie ein Crossfade, wo ich eine Lautstärke nach unten ziehe und eine nach oben, ist extrem einfach, wenn ich die auf dem physikalischen Mischpult mache. Ein Crossfade mit einer Maus zu machen, ist nahezu unmöglich. Ganz häufig ist dann im Interface irgendwas drin, was heißt Crossfade, wo ich eben einen Slider ziehe, der dann zwei bewegt. Was wir also sehen ist, mit einem einzelnen Zeigegerät müssen wir ein sogenanntes Zeitmultiplexing machen. Das heißt, ich kann zuerst den einen Regler schieben und dann den anderen. Ich kann die nicht gleichzeitig machen. Das heißt, ich habe eine Tätigkeit, die ich zu einem Zeitpunkt tun kann. Bei aktuelleren Geräten sehen wir im Moment, so bei Tablets, bei Mobiltelefonen, dass wir die Möglichkeit haben, mehrere Punkte zu bekommen. Also das heißt, wenn da zwei oder drei oder vier Finger drauf sind, bekommen wir die Punkte. Häufig ist es aber noch so, dass das Softwaremodell, was vielen Implementierungen zugrunde liegt, von einem einzelnen Zeigegerät ausgeht. Und damit sind wir am Ende von dem Blog. Was Sie hier gelernt haben, schauen Sie sich's durch, ob Sie die Fragen beantworten können. Und damit zu den Referenzen.
Viele von den Sachen, die wir hier gesehen haben, sind in der Doktorarbeit von Chu-Min Tsai, die er in Toronto 1996 abgegeben hat. Also auch was sehr Altes in dem Sinne, aber eben auch was, was sich nicht verändert, da wir eben die Art, wie wir Eingabegeräte bauen, natürlich in einem bestimmten Design Space haben, und der ist da gut beschrieben. Und auch hier nochmal der Link auf die Sammlung von Bill Buxton, Buxton Collection, mit sehr, sehr vielen Ein- und Ausgabegeräten und auch sehr, sehr vielen Kuriositäten. Und damit bin ich am Ende und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.